willkommen zurück. Für euch ist jetzt ja nur eine Woche vergangen, für mich jetzt schon zwei, weil ich das andere Video ja vorgedreht hatte. Und wir kommen heute zum letzten Thema unserer Deko Together Challenge Stadtland Fluss. Ihr habt am Anfang schon gesehen, ein bisschen Fluss, naja, Land, Stadt. Ich habe euch ein bisschen was aus unserem Garten mitgebracht und aus dem Jura, wo wir das letzte Wochenende verbracht haben. Und dann werden wir heute eine Stadtland-Fluss-Deko zusammen machen. Da habe ich mir hier auch schon ein paar Sachen rausgesucht. Das machen wir dann nachher. Aber vorher will ich euch noch was anderes zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Und zwar habe ich nämlich so ein bisschen auf Vorrat Zahlen und Buchstaben ausgestanzt mit meiner Big Shot. Und dann hatte ich die alle in so einem, ja, hier, in so einem dünner Zigarrenkiste. Und das war immer so ein Gekrame, bis man da mal die richtigen Zahlen oder Buchstaben rausgesucht hat. Und dann kam mir so eine Idee. Ich könnte doch dazu ein Briefmarkenalbum nehmen. Ich habe nämlich hier noch dieses Briefmarkenalbum gehabt von meiner Großmutter. Und da waren ganz viele Briefmarken drin. Die waren am Anfang alle nach Ländern sortiert. Deswegen steht da oben dann zum Teil auch noch irgendwie die Länder dran. Und ich habe die jetzt aber nach Farben sortiert. Weil ich dachte, das ist ja zum Journal viel geschickter. Weil da brauche ich ja eigentlich eher immer irgendwie zum Farbschema was Passendes und nicht jetzt ein bestimmtes Land. Und dann habe ich die alle da so umsortiert und habe dann hier noch so ein paar Sticker und Labels und sowas rein, dass ich das auch mal alles verwende. So ein paar Einzelsachen. Und dann der eigentliche Grund, tada, habe ich jetzt hier die ganzen Zahlen und Buchstaben einfach so rein gesteckt. Ihr seht nämlich schon, ich habe hier schon auf verschiedenen Papieren oder aus verschiedenen Papieren ausgestanzt. Und so kann ich jetzt ganz schnell mir die Zahlen und Buchstaben zusammensuchen. Habe auch noch ein paar so andere Stanzteile mit reingemacht, was ich mir mit ausgestanzt habe. Und so kann ich das nämlich jetzt auch wunderbar mit nach Frankreich nehmen. Nimmt gar nicht so viel Platz weg und ich kann es immer weiter füllen und ja, fand ich jetzt ziemlich praktisch. Ist jetzt nicht wirklich ein besonders hübsches Album, aber praktisch, oder? Seht ihr das? Ja, und für heute zum Thema, das ist für mich jetzt keine so große Challenge, das ist eher eine Challenge, wofür entscheide ich mich jetzt von den vielen Sachen, die ich habe? Also natürlich wäre passend auf jeden Fall irgendwas Landkartenmäßiges, ne? Zu Stadtlandfluss. Dann wäre natürlich sehr passend hier mein Paris-Reiseführer, der alte. Ich denke mal, da werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall was rausnehmen. Und das hier sind auch nochmal so Paris-Karten. Passt natürlich auch sehr gut. Und dann habe ich hier noch so ein Washi-Sample gefunden. Das sind so einzelne Häuser drauf. Und das sind dann noch Washis mit Weltkarten. Ja, überlegen wir mal nachher. Ich freue mich jetzt mal erstmal alles auf die Seite. Achso, wir müssen ja auch noch durchblättern. Ach, ja, so viel Stress. Was haben wir denn zuletzt zusammen gemacht? Challenge mit dem Eis, genau. Hier waren wir stehen geblieben. Da ist ein bisschen was passiert seitdem. So kurz gucken, ja, wenn ein Bild. Die waren mal in der Flow drin. Die hatte ich mir, also das waren glaube ich so, da gibt es doch immer am Ende vom Jahr diesen Kalender mit den kleinen, die man so ausreißen kann. Da waren die dabei. Das war aber schon ein paar Jahre her. Hier waren wir im Café. Kaffee. Da fehlt eine Seite. Ups, muss ich wohl mal was korrigieren. Dekorieren. Und das war jetzt hier unser Ausflug ins Jura. Da waren wir erst auf der Hinfahrt in Besançon, sehr schön essen. Das ist übrigens eine
richtig nette Stadt, war mir gar nicht so bewusst. Da waren wir dann in Agua. Wasserfälle besucht, die habt ihr am Anfang gesehen. Und da habe ich dann eben wieder hier mir so ein im Tourist Office so ein Prospekt mitgenommen und habe das dann ausgeschnitten und da verwendet. Ja. Wäre jetzt auch schon für Stadtlandfluss ganz passend. War nur leider zu früh. Hier habe ich mal wieder ein paar von meinen Standsteilen verwendet. Und das Papier ist aus einem von diesen kleinen Blöcken von Action. Ja, hier ein bisschen bunter mal. Und ich war mal wieder bei Action und habe mir... Moment kurz. Das hier gekauft. Mit diesen Tupferdingern. Und damit habe ich das gemacht. Und zwar habe ich mir Schmetterlinge ausgestanzt gehabt und habe dann einfach die Reste von den Stanzformen genommen als Schablone zum Schablonieren. Hier auch nochmal. Das ist allerdings eine richtige Schablone gewesen von Action. Das war aus der Flow. Und zwar habe ich da mir jetzt mal meine alten Flows genommen und habe alles ausgeschnitten, was ich so an Bildchen und sowas gut fand und habe den Rest weggeworfen. Und da habe ich jetzt nämlich hier auch einen riesen Stapel. Das muss ich noch irgendwo verräumen, was ich dann mal bei Gelegenheit verwenden kann. Finde ich immer ganz praktisch, wenn man so ein bisschen da so einen Vorrat hat. Und ich hatte so viele Flows hier rüber, überall rumfahren, dass ich gar keinen Platz mehr hatte. Dann habe ich da ein bisschen aussortiert. So. Und wir dekorieren jetzt zusammen den Freitag, obwohl wir heute schon Sonntag haben. Ich bin mal wieder etwas hinterher. Aber egal. Und überlegen jetzt mal, was wir da verwenden. Also das hier auf jeden Fall. Das habe ich nämlich ja schon vorbereitet hier. Und jetzt schaue ich mal. Also ich glaube, das finde ich, der ist übrigens von 1950. Finde ich nämlich sehr, sehr nett. Wenn man da vielleicht so eine Stadtzeichnung oder sowas nehmen. Leider zu wissen. Irgendwie sowas. Oder das. Louvre. Meine Tochter war jetzt letzte Woche für einen Tag mit meiner Schwiegermutter zusammen in Paris. Wir sind morgens irgendwie um 7 Uhr losgefahren und abends dann, weiß nicht, um 5 oder so wieder zurück. Fand ich irgendwie auch ganz nett. Haben dann da einen Tag Paris gemacht. Fand ich eine schöne Idee. Weil das ist eben von uns geht es ganz gut mit dem TGV. Ist man da ja recht schnell, das sind 3 Stunden und ein bisschen. Und dann kann man das wirklich so an einem Tag mal machen. Also das würde ich gerne verwenden. Dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht hiervon, aber die sind natürlich schon sehr farbintensiv, ob ich das jetzt so gut finde. Ich glaube, dann nehme ich lieber nochmal was aus dem Buch da, dass wir auch Land und Fluss haben. Was vielleicht. Muss ich heute legen. Mal gucken,
gucken, ob es da vielleicht sogar irgendwie sowas über die großen Flüsse von was auch immer oder so gibt. Geologie, das ist ja auch nicht so schlecht. Ja. Ist doch auch Stadtland und Fluss. Und schön bunt. Geologie gibt es auch noch hier. Und hier Reste. Ach, da ist sogar auch nochmal das Jura. Aber das ist mir ein bisschen arg gut. Natürlich auch hier so Flüsse und so. Ne? Ich nehme es jetzt einfach mal mit raus. Ach nee, das hebe ich mal auf, weil das brauche ich vielleicht mal noch für die Normandie. Wir könnten ja auch irgendwas hier aus Afrika oder so nehmen. Oder Südamerika. Südamerika und Paris und so, das ist ja ganz grob Stadtlandfluss. Metallminen. Ach ja, Minen. Linie Maritim. Also die. Das wäre auch. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen Auswahl hier. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Das wäre dann. Dann habe ich mein Spielzeug. Noch mehr Fluss, ne? Die Maritimen ist zwar mehr, aber nehmt es mir jetzt nicht übel. Vielleicht. Ich finde es jetzt ganz schön, weil es nicht ganz so knallbunt ist wie die anderen Karten. Und vielleicht noch ein bisschen was davon. Vielleicht irgendwo. Aber jetzt bräuchte ich natürlich schon noch irgend so was Stadtplanmäßiges, oder? Doch noch was davon. Ja, ich meine, ist ja so, man kann ja auch mal ein bisschen bunt machen, oder? Land, Stadt, Land, Fluss, Land, Stadt. Haben wir jetzt nicht so viel Land? Meine eigenen, unsere selbst aufgestellten Regeln kann ich ja interpretieren, wie ich möchte. Also ich hoffe ja auch, dass ihr alle schön hier immer mitmacht bei unseren Challenges. So allzu viel hat man jetzt bisher noch nicht davon gesehen, aber ich nehme an, dass ihr wahrscheinlich viel im Verborgenen arbeitet. Ich hätte es deshalb nicht mitbekommen. Ist halt auch Sommer, ne? Muss man ja auch sagen. Da ist man vielleicht nicht so viel am Journalen oder Filmen oder sowas. Eher draußen unterwegs. Ja, und dann könnte ich ja vielleicht dann noch so diese Hausbriefmarken da irgendwo drauf machen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ein bisschen hochschieben. So. Und das hier lege ich mal noch. Passt jetzt farblich nicht so ab dazu. Ich habe aber, glaube ich, auch noch so, nicht glaube ich, sondern ich habe auch noch ein Paris-Washi.
mehrere. Das könnte man dann vielleicht auch noch verwenden. Jetzt kleben wir mal das auf und dann schauen wir mal weiter. Für uns geht es jetzt dann Gott sei Dank auch bald schon wieder nach Frankreich. Unsere zweite Heimat. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Wir werden da den Sommer verbringen. Wenn alles so läuft wie geplant. Dort ist es auch meistens nicht ganz so heiß. Ich bin eigentlich nicht so der wahnsinnige Sommermensch. Also ich mag es gerne, wenn es so, sage ich mal so, 24 Grad hat. Nachts noch abkühlt, das ist für mich gut. Aber wenn es dann mal die 30 sind, dann, nee. Ist nicht so mein Wetter. Von daher ist die Normandie eigentlich perfekte Reiseziel für uns. Also ich weiß nicht, das passt nicht ohne mit dem Gold. Ich bin mein Paris. Ah, da habe ich ja noch das da. Das wäre auch noch ganz gut. Wenn ich da jetzt mal den Anfang finden würde. Oh, kennt ihr das auch immer? Wenn bei den alten Washi-Tapes dann man die Anfänge nicht mehr findet? Weil das alles so gut klebt. Aber das mag ich sehr gern, vor allem immer für meine Reisedekos, finde ich das sehr häufig. Ja, dann klebt man das und das dahin. Ja, das wird doch. Aber das Papier ist auch nicht so arg dick, das ist ganz gut, dann habe ich nicht hier gleich schon wieder so ein Wahnsinns-Krokodil, wie die Junk-Journaler sagen. Aber meine Insels werden ja immer ziemlich moppelig am Ende. Ich weiß gar nicht, irgendwann kann ich mal, glaube ich, eine Ausstellung damit machen. So, ich glaube, am Freitag habe ich auch Gott sei Dank nicht allzu viel zu schreiben. Sonst würde das mich etwas eng. Ich habe hier auch noch was, das ist mir gerade noch eingefallen. Auch hier muss ich jetzt wieder den Anfang suchen. Das dürfte hier irgendwo sein. Hier passt das Bild nicht übereinander. Sieht man es wenigstens nur einigermaßen. Auch so ein Paris-Tape. Fragt mich jetzt bitte bloß nicht, wo ich die mal her habe. Die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das waren sogar mal so ganz günstige irgendwo. Und genauso wie das, das habe ich auch schon sehr, sehr lang. Jetzt hat der Hund sich auch neben mich gefläzt. Die mag ja die Wärme gar nicht. Das arme Tier. Und ich habe auch gelesen, dass Hunde tatsächlich die Wärme auch viel schlechter wegstecken können als wir Menschen. Weil die ja nicht schwitzen können, sondern ja nur sich kühlen über die Zunge. Können die nicht so gut Wärme vertragen wie wir. Da ist Sommer immer nicht so ihre Lieblingsjahreszeit. Aber wir haben jetzt so ein, ich glaube, das habe ich schon erzählt, so ein Pool im Garten. So
für den Hund. Also da haben wir so einen von diesen, es gibt doch diese Plastik-Sandkasten-Muscheldinger. Und so eine haben wir gekauft und immer mit ein bisschen Wasser gefüllt. Und da springt sie jetzt nach jedem Spaziergang mit großer Freude rein. So, machen wir das noch dahin. Wenn ich es abgefummelt kriege. Das verwende ich eigentlich auch viel zu selten hier. Das, wie nennt sich das? Daimo oder so? Ja. Stadt, Land, Fluss. Dass man das auch weiß, ne? Dass wir hier verjournalt haben. Ich habe ja mehr so Häuser, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen viel wird, wenn ich jetzt nochmal eins dahin klebe. Ach komm. Wie würde jetzt Dine sagen? Einfach, weil wir es können. Machen wir noch eins hin. Alle guten Dinge sind drei. So. Ach, ein Datum. Datum brauchen wir ja auch noch. Wir haben den 16. Das schneide ich mal jetzt ein bisschen aus. Zu groß. Jetzt muss ich bald wieder schauen, ob ich mir jetzt für nächstes Jahr wieder den Sora-Kalender kaufe. Ich glaube, letztes Jahr habe ich den so im August oder so bestellt. Ist ja auch schon bald wieder. Nicht, dass ich dann am Ende keinen mehr bekomme. Oder ob ich jetzt sage, den habe ich jetzt lang genug gehabt, ich gucke mal nach einem anderen. Ich habe den jetzt ja schon 3 Jahre. Und jetzt auch schon einen kleinen Vorrat an Monden. Ja, so ein bisschen was kann ich da oben noch hinschreiben. Viel ist nicht passiert am Freitag. Ja, also dann würde ich mal sagen, war das jetzt meine Stadtland-Fluss-Challenge, mein Stadtland-Fluss-Challenge-Beitrag. Der gute YouTuber hätte das jetzt rausgeschnitten. Ich nicht. Wie ihr wisst, ist bei mir immer alles so wie es kommt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr macht auch alle schön fleißig mit. Das ist doch ein super Thema, Stadtlandfluss, oder? Da kann man doch auf jeden Fall irgendwas finden. Man könnte ja auch einfach nur Fotos von Landschaften oder so nehmen. Oder, ach, was weiß ich, viele Möglichkeiten. Tobt euch aus, habt Spaß. Und ich freue mich über Daumen nach oben, über nette Worte. Und überhaupt, vielleicht habt ihr ja auch Lust, das nächste Mal wieder einzuschalten. Bis dann. Ciao.